Ich habe hier die Mia-Box, die ist schon offen. Das ist Sammy. Sammy sieht eine kleine Rampe. Ich glaube, die Box ist zu klein für dich. Ja, warum ist die schon offen? Naja, eine ganz, ganz liebe, ebenfalls Abonnentin hatte mich gefragt, was ich denn drin habe. Und dann musste ich sagen, ich habe es noch gar nicht geöffnet, aber jetzt bin ich neugierig, da es ja offenbar verschiedene Inhalte gab. Deshalb habe ich schon geguckt. Zuerst war ich ganz erstaunt, weil hier so ein Kartönchen drin ist, aber es macht Sinn, denn das ist wohl das teuerste Produkt dieser Box von Secret, also S-E-R wie Meer, von Secret Minerals from the Dead Sea, also aus dem Toten Meer sind da Minerale drin. Und da ich schon davon gehört hatte, von der Marke, selber noch nichts habe, habe ich mal nachgeguckt. Die wird tatsächlich bei Secret angeboten für 169,99 €. Wow, also richtig was Gutes. Und es ist eine Augengelcreme, glaube ich, ne? Für alle Hauttypen. Es ist ein Gel auf jeden Fall, Augengel. So, so schaut sie aus. Und die ist dann wohl normalerweise, wenn man sie im Geschäft kauft oder so, in dieser süßen Verpackung. Die darf man jetzt hier selber zusammenbasteln. Aber ich lasse es, denn ich werde sie ja benutzen. Ja, ich freue mich drauf. So schaut es aus. Und dann ist wohl auch noch bei allen drin, hier ist solche, auch von Secret, mit Mineralien aus dem Toten Meer, Make-up-Entferner-Tücher, 25 Stück. Ja, finde ich gut. Brauche ich zwar eigentlich nicht unbedingt, weil ich ja anderweitig mein Make-up entferne, aber macht ja nichts. Kann man ja dann mal auftauchen. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wie teuer das ist. Wahrscheinlich auch nicht billig, ne? Sammy guckt ein bisschen aus dem Fenster. Und dann ist noch dieses süße Säckchen mit dabei. Satin-Säckchen. Sowas wird natürlich auch bewahrt. Immer schön für Geschenke und so. Und da ist drin ein Sun Powder 772 glänzend. Da ist ein Krümelchen drauf. Glänzend. Wo geht's auf? Hier. Ich bin natürlich der sonnengeküsste Typ. Natürlich. Nicht. So, also so ein Puder, sehr braun. So, schauen wir mal. Sieht aber gut aus. Kann man zumindest als Bronzer verwenden. Alles weitere müssen wir dann mal sehen. Aber auf jeden Fall sehr schön cremig. Irgendwie butterreich, sehr schön. So, von Kosat kenne ich nicht. Da befällt mir nicht. Ich habe mir das jetzt so angewöhnt. Seit voriges Jahr, Ende Februar, singe ich jeden Nachmittag 3 Stunden circa im Schnitt mit meiner Mama. Die ist 94 und ich glaube, die hätte nicht überlebt, weil sie ja normalerweise viele Menschen braucht und viel reden mit anderen Menschen. Und da kam mir die Idee, sie singt ja gerne, machen wir das doch mal. Und wir haben ein paar Wochen danach angefangen, Liederrätsel zu machen, das liebt sie noch mehr. Also, ich alte Volkslieder natürlich, alte Schlager, hauptsächlich alte Volkslieder, alte kölsche Lieder, ja. Und dann lese ich aus irgendeinem beliebigen Lied, was mir so in den Sinn kommt, was ich in all den kostenlosen Liederbüchern finde, irgendeine Zeile aus irgendeiner Strophe und dann lese ich die vor und dann muss sie sagen, wie es weitergeht, also singen. Dann singe ich mit, wenn ich es auch kenne. Und dann muss sie noch sagen, wie es anfängt, das ganze Lied. Und dann singen. Und wenn sie es besonders mag, dann singen wir das dann durch zusammen. Und sie liebt das. Sie sagt schon, wenn sie aufwacht, freut sie sich darauf, dass wir nachmittags wieder singen. Ja, so ist das. So, warum habe ich das jetzt gesagt? Ja, weil sie dann immer sagt, wenn sie das Lied nicht kennt, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. So. Manchmal sage ich dann, doch, vielleicht die Strophe nicht. Ich warte ab. Da ist wieder die Spülmaschine, immer wenn der Film ist, die Spülmaschine dran. Ja, so, dann haben wir noch von der gleichen Firma, Kosat Liposomen Eisen Gel. Jetzt mache ich es mal auf. Riecht? Ja, riecht irgendwie nach nichts.
Und das ist ja ein richtiges Gel. Also habe ich in dieser, in diesem Ding zweimal Augengel. Okay, brauchen wir immer, ne? Ich habe keine Ahnung, wie teuer das ist. Ich werde mal versuchen, das rauszukriegen. Es ist ja nur eine Minimenge. Ob das jetzt diese Spülmaschine, wenn die abpumpt, das klingt echt nett. Ne? Dann, ich muss gestehen, das haben wir schon benutzt gestern. Da hatte ich, das ist nämlich ein Cosart flüssiger Eyeliner. Nun, wie ich immer wieder sage, ich bin zu blöd dafür. Ich kann das nicht. Wirklich. Also wenn, ich habe ja ein blindes Auge, das ist dieses, und eins, was nicht gut sieht. Also ohne Brille sieht das auch nur noch irgendwas Schemenhaftes. Deshalb ist das äußerst schwierig. Wenn ich das so gut können würde wie Mascara, das kann ich blind, aber Lidstrich nicht. Ja, dann kam mir die tolle Idee, mein Mann hat doch früher auch so Autos angemalt und Flugzeuge und sowas, diese kleinen Dinger. Dann kann er doch auch einen Lidstrich ziehen. Und das hat er dann auch ganz tapfer gemacht. Und ich ahnte wirklich Übles, weil es war wie ein Kletsch auf meinem inneren Augenwinkel. Und ich habe nachgeguckt und es war gar nicht so schlecht. Also für den ersten Versuch, wir werden das ausbauen, ganz bestimmt. Also es sieht hier irgendwie lila aus, aber meiner Meinung nach ist es so eher schwarz, anthrazit, ich weiß nicht. So, wenn ich das so schön auf meinem Lid könnte, wie auf der Hand, wäre ja schon was gewonnen. Nee, kann ich nicht. Da habe ich aber auch gezittert, selbst auf meiner Hand zittere ich schon. Und dann, das finde ich sehr gut, ein Lidschattenprimer, auch von Cosart. Ja, brauche ich jetzt nicht weiter, ich kann noch mal aufmachen. Habe ich auch schon getestet, ich bin ja nicht neugierig. So, und so, tupf, tupf, tupf. Da, wenn das jetzt mein Lid wäre, wäre mir schon fast fertig. Ne? Ja, das ist also die Mia-Box, die ich diesen Monat bekommen habe. Ich bekomme die jetzt noch einmal, ich habe so ein 3-Monats-Abo und dann überlege ich mal, ob ich dann weitermache. Ich glaube irgendwie schon, die haben ganz nette Sachen drin. Aber ich überlege mir das noch. Warten wir erstmal den nächsten Monat ab. Abonniert ist ja schnell. Okay, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie ihr seht, geht es mir heute gut. Gestern ging es mir nicht gut. Ja. Das ist das Blöde, dass ich auch immer meine, ich müsste das dann den Leuten mitteilen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich wieder Panik habe. Weil ich denke dann immer, wenn ich jetzt sterbe, dann sollen die Leute wenigstens wissen, warum ich tot bin. Das ist so nicht, da musst du nicht lachen, das ist wirklich wahr. So eine Panikattacke ist Todesangst, wirklich. Also wer es schon mal erlebt hat, der weiß, dass das ist nichts Lustiges, das ist ganz schlimm. Man weiß gar nicht, wohin und woher mit sich. Ich hatte ja eine Therapie letzte Woche bei einer Schamanin, bei der ich schon insgesamt in den letzten Jahren dreimal zuvor war. Diesmal haben wir nur telefonisch gemacht. Und ich habe jede Menge Hausaufgaben praktisch aufbekommen, also Videos und MP3s. Und das füge ich mir auch wirklich, ziehe ich mir jeden Tag rein. Und es ist wohl so, je öfter ich das mache, desto fester setzt es sich in mein Unterbewusstsein. Und desto besser wird es werden mit den Panikattacken. Ja. Ich bin da sehr fleißig und sehr guten Willens, das auch zu machen. Wie gesagt, das geht mit dem Unterbewusstsein, redet man und klopft dabei. Ihr könnt ja selber mal gucken, EFT oder KAP, gibt es verschiedene Ausdrücke für ganz gute Sachen. Ja, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund vor allem, bis demnächst. Tschüss, Dankeschön.